Hallo und herzlich willkommen. Heute schauen wir uns Winston an. Er hat eine Tesla-Kanone, mit der er allen Gegnern in einem Radius vor sich Schaden zufügen kann. Ähnlich wie bei Symmetra braucht man nicht auswählen, welches Ziel. Es werden einfach alle im Umkreis getroffen. Dazu hat er eine Barriere, die er aufstellen kann, die alle in der Barriere gegen Schaden schützt, bis sie kaputt gemacht wird. Also ähnlich wie das Schild von Reinhard, nur als Kuppel um Reinhard, um Winston herum. Und da können Verbündete und Gegner einfach durchlaufen. Und die Barriere schützt zwar, aber halt nicht, wenn beide drin sind. Also nicht, wenn Gegner und Verbündeter drin sind. Dann kriegt man trotzdem Schaden. Dann hat er noch einen Sprungantrieb, mit dem er ja weit nach vorne springen kann. Wenn man vorher einen normalen Sprung macht und dann den Sprungantrieb benutzt, springt man noch weiter. Und als ultimative Fähigkeit hat Winston dann noch die Dschungelwut. Da kriegt er wesentlich mehr Leben dazu. Man kann nur noch springen und zuschlagen. Das heißt, die Tesla-Kanone funktioniert nicht mehr. Und man kann auch die Barriere nicht aufstellen, während die Ulti aktiv ist. Das ist aber an sich nicht schlimm. Dadurch, dass man in der Dschungelwut-Form drin ist, schlägt mein Gegner weg. Die Schläge machen auch gut Schaden, aber dadurch, dass man die Gegner wegschleudert, entkommen sie relativ leicht, weil man kann sie so sehr gut von einem Punkt wegschubsen oder von der Fracht. Und dadurch, dass er sehr viel Leben hat, ist es dann auch sehr schwer, Winston zu töten. Aber ich würde sagen, das Ganze schauen wir uns nochmal richtig an. Vorstellungskraft ist der Kern jeder Entdeckung. Winston hat 500 Leben, 100 davon sind Rüstung. Unsere Kanone hat 100 Aufladung, also 100 Munition. Und sobald ein Gegner in der Nähe ist, machen wir Schaden. Wir können auch nicht zielen, wo wir ihn treffen wollen. Wir treffen im Grunde immer die Brust. Ja. Die Barriere stellen wir Es wird auf. uns beschützen. Hat jetzt hier diese Kuppel gebildet. Die Gegner schießen auf die Kuppel. Und es wird abgeblockt. Leider steht diese Kuppel relativ kurz. Aber man kann so, wenn die ganze Gruppe nach vorne prescht, doch einen Punkt relativ gut einnehmen. Dann haben wir. So. Jetzt habt ihr es vielleicht gerade gesehen. Wir treffen mehrere Ziele. Aber die Reichweite ist halt sehr gering. Und auch der Schaden ist nicht wirklich herausragend. Da ist es dann doch effektiver, im Grunde die Gegner zu hauen. War ja auch nicht wirklich. Aber man kann es halt zusätzlich machen, wenn man gerade keine Munition mehr hat. So, die Ulti haben wir frei. Aber vorher zeige ich euch einmal den Sprung. Ich will jetzt nach da oben springen. Hab nur Sprungantrieb gedrückt und komme nach oben. Jetzt springen wir mal nach vorne. Sind wir auf der Plattform gelandet. Aber gut. Ich denke mal, ich habe es demonstriert. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, während wir hochspringen. Aber wir kommen minimal weiter, dadurch, dass wir halt vorher hochgesprungen sind. So kann man manche Hindernisse dann doch überwinden. So. Würde ich sagen, schauen wir uns noch die Ulti an. Ja, unser Leben hat sich jetzt gerade verdoppelt. Schlagen ein paar Mal zu und der Gegner kriegt schön Schaden und wir schubsen ihn weg. Macht vor allem dann Spaß, wenn die Gegner alle an einem Fleck stehen. Aber töten tut man damit den Gegner selten. Aber wir sind ja hauptsächlich dafür da, um die Feinde zu verwirren, sie abzulenken und nicht wirklich, um sie zu töten. Von daher, Winston ist sehr mobil und von daher fällt das Ablenken zumindest auf jeden Fall in sein Spezialgebiet. Ach so, interessant ist noch der Sprung. Wenn man damit auf den Gegner trifft, fügt man ihm Schaden zu und stößt ihn leicht zurück. Ich habe jetzt gerade nicht ganz getroffen. So, da seht ihr es. Jetzt haben wir ihm Schaden zugefügt, deswegen haben wir den Balken gesehen. Wir haben ihm jetzt natürlich nicht so viel Schaden zugefügt, dass er gerade umgekippt ist. Na, einen Versuch mache ich noch.
Mit der Decke ist nur ein bisschen doof. Ja gut. Egal, lassen wir gut sein. Wobei, da sieht man es jetzt gerade. Wir haben da so minimal abgezogen. Gut. Dann schauen wir das Ganze noch in einem richtigen Match an. Unterwegs zu Volskaya Industries. Vielleicht sehen wir dann auch gleich, wie schön das mit der Ulti klappen kann. Wir haben jetzt zwei Tanks, das ist an sich nicht schlimm. Wenn jetzt noch genug offensive Helden mit bei sind. Noch ein schöner offensiver Held oder ein Verteidiger wäre gut. Scharfschütze würde theoretisch auch gehen. Oder ein Junkrat. Drei Offensive sind auch perfekt. Also wir müssten jetzt eigentlich relativ gut durchkommen. Wir haben jetzt zwei Tanks, die Gegner ablenken können. Also eigentlich müsste einer von uns beiden immer irgendwie Richtung Punkt durchkommen. Vor allem mit Mercy als Heiler, also wenigstens Diva müsste jetzt schön durchgehen können. Und wenn wir dann die Feinde noch ein bisschen von Diva ablenken, wenn ihr Mech kaputt ist, dann sollte das klappen. Ja, mit Sprays kann man viel Blödsinn machen. So, schauen wir doch mal. Schnappen wir uns erstmal hier hin. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ich wollte eigentlich wieder zurückspringen. Schauen wir mal doch, wo Diva ist. Diva ist im Gebäude. Ist gut. Sie geht auch da lang. Sehr schön. Dann werden wir die jetzt von hier ablenken. Da haben wir wieder Hanzo. Ja, es ist der Nachteil, dass Winston nicht so viel Schaden macht. Aber wir haben unsere Ulti gleich frei, dann können wir die Gegner ein bisschen wegschubsen. Wir haben einen Teleporter. Wir müssen ihn finden. Aber wir sind auch gerade alleine hier, ne? Symmetra jetzt tot. So, jetzt schubsen wir sie weg. Und da standen wir zu lange in der Ulti von Hanzo drin. Ja. Da reichen dann auch 1000 Leben nicht. Na, aber McCree steht auf dem Punkt, das ist schön. So, jetzt stellen wir unsere Barriere. Wir machen die Dinger kaputt. Gewalt sollte das Bin am Angriffsziel. Ja, so geht das doch. Ja, da hat Hanzo jetzt keinen getroffen, das ist natürlich gut. Wird uns beschützen. So, schön auf Hanzo drauf. Fast hätten wir es noch um die Ecke geschafft, hätten wir überlebt. Aber er hat gut gegengehalten.
Weitere Versuche erforderlich. Ulti bereit. Aber Hanzo ist erstmal tot. Sie haben dort ein Geschütz. Oh, Schildbarriere aktiviert. So, das Geschütz ist weg. Geschütz voraus. Ich glaube, Jörn ist tot. Okay. So. Den hätten wir auch. Schnappen wir uns jetzt noch Lucio. Okay, da zieht er seine Ulti. Ziehen wir unsere auch. Und da haben wir uns selbst umgebracht. Oder auch nicht. Da hat er uns doch noch erwischt. Dadurch sind wir runtergefallen. Noch einmal ja gut, aber wir haben schon mal ein Drittel vom Punkt eingenommen. Die anderen zwei schaffen wir auch noch. Oh, da ist Rothog. Lebenszeichen stabilisiert. Schildbarriere. Ja, das ist das, was ich meinte, wenn der Gegner ebenfalls in der Barriere ist. Bringt das herzlich wenig. Noch einmal stürmt, noch einmal, liebe Freunde. So, diesmal schaffen wir es auch rüber zu springen. Jetzt laufen wir mal an den Feinden vorbei. Auf dem Ziel steht mein Name drauf. Ich müsste doch theoretisch darüber gucken. Schaffen wir. Dann können wir uns nämlich jetzt von hier Zenyatta krallen. Oder auch nicht. Und jetzt haben wir uns aber selbst umgebracht. Ich wollte eigentlich auf der Brücke landen. Da bin ich zu tief gesprungen. Wer hat okay geschrieben? Ach, einer von den Gegnern, okay. Haben die gerade irgendwas besprochen? Gut, kommen wir nicht ran. Das wird uns beschützen. Feindliches Geschütz voraus. Alles Gute kommt von uns. Alle Ultis auf einen Blick. Da haben wir jetzt erst Rothog, dann ich mit Winston, dann Hanzo seine Ulti und dann kam die von Diva. Sie haben dort ein Geschütz. Aber gebracht hat uns das jetzt leider nicht viel. So, jetzt holen wir uns Thorbjörn. Wo sind denn unsere Leute? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir beständig alleine drin sind. Jetzt sind sie alle vorne. So, schützen wir mal McCree ein bisschen. So, und jetzt lenken wir sie ab. Feindliches Geschütz zerstört.
Naja, wenigstens hat Roadhog uns verfolgt. Vielleicht hat das was gebracht. Aber sieht nicht danach aus. Greife wieder an. Was machen die? Wir kommen irgendwie nicht durch. Aber auch Kenji jetzt was bringt. Barriere ist oben. Ah, jetzt haben sie ein Bastion, deswegen, der Genji. Jetzt einmal hier die Heilung. Alles Gute kommt von dir. So. Ach, vielen Dank, Mercy. Barriere ist oben. Alles Gute kommt. So, das Geschütz hätten wir weg. Und da hat er uns weg. Okay, das war aber auch beschissenes Timing jetzt. Vorsicht! Also ich weiß echt nicht, was unsere Leute da machen. Nee, da haben die viel zu gut verteidigt, da sind wir einfach nicht durchgekommen, auch mit zwei Tanks nicht. Okay, ja, zwei erwischt. Drei. Okay, vielleicht noch einen vierten. Und wir können für keinen von uns wählen. Dann muss ich sagen, hat mich Roadhog am meisten genervt. Deswegen gebe ich mir jetzt einfach mal meine Stimme. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.